noch ein Video im Stehen mit der Frage: Kann ich mich fühlen? Wie kann ich mich fühlen? Ist es möglich, dass ich mich fühlen kann? Wie fühle ich mich? Kann ich mich fühlen? Was fühle ich da? Und was betätigt den Fühler, um das zu fühlen, was ich jetzt von mir fühlen kann? Was kann ich fühlen? Den Körper, die Luft, das Licht, den Geschmack auf der Zunge. Ich kann lautere Sensationen fühlen. Oh, ja, die Bartstoppeln. Oh, ich fühle mich so komisch. Komisch lustig oder komisch seltsam? Ich würde eher sagen komisch seltsam. Zieh ich mal die Hausschuhe aus. Boah. Kann ich mich denken? Kann ich denken? Was denke ich? Was kann ich über mich denken? Wer denkt die Gedanken? Von wo kommen die Gedanken? Kann ich mich spüren? Kann ich mich spüren? Was spüre ich da? Wer spürt da was? Wer ermöglicht es, dass ich mich spüren kann? Will ich mich spüren? Kann ich mich sehen? Kann ich mich überhaupt sehen? Kann ich mein Gesicht sehen? Wenn ich einen Spiegel habe, kann ich kein Gesicht sehen. Ich kann die Nasenspitze sehen. Ich kann eine Handschuhe sehen. Ich kann die Hände sehen. Ich schaue die Hände an. Oh, spüre die Hände. Halte die Hände. Halte dein Herz. Vorne und hinten. Halte das Herz. Kannst du das Herz spüren? Spüren. Also sehen kann ich mich zumindest nicht. Ich kann hier den Körper sehen, wenn ich die Augen zumache. Was sehe ich dann? Oh. Kann ich mich hören? Kann ich mich hören? Kann ich meine Stimme hören? Hallo? Hallo? Ich bin's. Kann ich mich hören? Hallo? Ja? Bitte? Was ist los? Wer spricht da? Hallo? Ja, ich bin's. Du kennst mich doch. Hallo? Ja? Ja, ich höre dich. Was willst du mir sagen? Mach die Augen auf. Oh ja. Wieso ziehst du dir an den Ohren? Das ist ein interessantes Gefühl. Eine interessante Empfindung.
Wieso streckst du diese Zunge raus? Auch interessant. Also ich kann mich nicht, also ich kann nur Teile von mir sehen. Von dem, was ich sage, das ist jetzt meins. Das ist mein Körper. Ich sehe jetzt die Hände. Wer hat diese Hände gemacht? Ich nicht. Das Leben hat sie hervorgebracht. Was ist das Leben? Ich habe keine Ahnung. Was ist das Leben? Ich habe keine Ahnung. Was ist das Leben? Ich habe keine Ahnung, was das Leben ist. Aber diese Hände. Oder unter die Haut. Was ist unter der Haut? Oh, die Haut. Oh, ich kriege Gänsehaut. Das ist so aufregend. Mich selbst so begreifen zu wollen. Oh, es ist aufregend. Oh, kriege ich gleich Gänsehaut. Ich kann mir an der Zunge ziehen. Also hören kann ich mich auch. Ich kann mich auch hören, wenn ich den Mund zumache und innerlich was sage. Mhm. Aha, ja, so. Spüren? Was spüre ich da? Du musst es ja nicht immer gleich wissen. Das Denken, das will ja alles immer wissen, verstehen und kontrollieren können. Will sich nicht hilflos und unfühlen so. Also du weißt gar nicht viel und glaubst zu wissen, dass du jetzt hier stehst, weil du dich für diesen Körper hältst. Du siehst da draußen die Meise auf dem Baum sitzen, sie zwitschert und hüpft von Ast zu Ast. Da ist der Raum. Hier ist der Raum, ist der Raum. Bist du verschieden vom Raum? Gibt's dich ohne den Raum hier noch? Oh, diese Denkprozesse sind sehr unbefriedigend. Ha, 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 rrr, ha, rrr, ha, ha, rrr. Kann ich mich fühlen? Was fühle ich da? Kann ich zu mir selbst stehen? Aufrichtig! Ich stehe hier und singe mein Lied wie die Meise da draußen, die im Flieder sitzt und zwitschert. So eine schöne Meise. Bin ich auch eine Meise? Habe ich eine Meise? Habe ich einen Vogel? Kann ich mich fühlen? Was fühle ich da? Wie fühle ich mich? Wie kann ich mich fühlen? Es ist eine Reise. Eine ständige Veränderung. Irgendwas verändert sich ständig. Minimal oder maximal. Differential, potential, erodal, taxikal oder vertikal, peripher und terimär und trontokär. Es vibriert und es wabert. Es wabert. Was spüre ich da? Wo ist der Fühler, der das Gefühl des Gefühlten fühlen kann? Wo fängt das Fühlen an und wo hört es auf? Woher kommt das Gespür? Was spürst du? Wer denkt hier was? Wo wird irgendwas hingedacht? Oh, in wem taucht diese Wahrnehmung auf, in der die Besprechung des Wahrgenommenen vollzogen werden kann? Es
Zwitscher, zwitscher. Zwitscher, zwitscher. 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 Blr, 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 blr. Ja. Ja. Und dann nimm's doch mal in Kauf, dass du nicht alles verstehen musst und dass das Denken eh gar nicht viel versteht, sondern immer so seine eigene Welt aufbauen will und durchs Verstehen nur eine Kontrolle haben will, aber es gar nicht versteht. Was soll es denn kontrollieren und warum willst du denn was kontrollieren? Hast du Angst, dass alles außer Kontrolle gerät, wenn du mal nicht irgendwie festhältst und in dem Leben deine Vorstellung aufzwängen willst? Was passiert denn dann? Geht alles im Bach runter, zerfällt alles, wird alles zerstört, bricht das totale Chaos aus oder was? Kann ich mich fühlen? Kann ich mich spüren? Was nehme ich wahr? Kann ich mich wahrnehmen? Und wo kommt die Wahrnehmung her? Wieso nehme ich hier was wahr? Oh, es wabert, es vibriert, ich stehe zu mir selbst, ich stehe auf eigenen Füßen. Hier bin ich auch der Raum, in dem ich mich wahrnehmen kann. Bin ich der Wahrnehmungsraum, in dem ich effektiv dieses Gefühl von einem Körper empfinden kann, diese Körperempfindung, diese Gesprächsbabelblasen, diese Gedankenströme, diese optischen Eindrücke, den Speichel im Mund. Was spüre ich noch? Was kann ich noch spüren? Was nehme ich jetzt wahr? Was ist hier und da? Was ist jetzt hier? Gibt es überhaupt ein Jetzt? Gibt es einzelne Momente oder ist es ein unendlicher Moment, der nur durch ein Wahrnehmungsprogramm in einem fließenden Erlebnis von ständiger Veränderung beschrieben werden könnte? Oder ist es ein endloses, riesiges, gigantischer Block von Existenz, ein unendliches Bild, auf dem schon alle Situationen gemalt sind und du siehst immer nur einen kleinen, minimalen Ausschnitt und meine Situation geht in die andere über und auf einmal rutsche ich den Berg runter, dann gehe ich wieder hoch, dann komme ich wieder ins Tal, dann muss ich schwimmen gehen, dann fühle ich mich so frisch und dann werde ich wieder total verschwitzt von den Anstrengungen und dann rege ich mich auf und dann bin ich wieder gelassen und dann erzähle ich mir wieder eine Geschichte. Rhabarber, Rhabarber. Kann ich mich spüren? Kann ich mich jetzt spüren? Was spüre ich jetzt? Kann ich mich jetzt fühlen? Was fühle ich jetzt? Wie kann ich mich fühlen? Fühle ich mich? Wie fühle ich mich? Was kann ich da fühlen? Wer fühlt den Fühler, der das Gefühl fühlen kann? Was für Gefühle können jetzt aufsteigen? Verwirrung, Enttäuschung, Einsamkeit, Verlassensein, Verzweiflung, Hoffnung, Wut, Mut, Aggression, Liebe, Zuneigung, Begehren, Sehnsucht, Sucht, Verlangen, demütiger Mut. Ups, und Bubble und Bilder. Was fühle ich? Lass es doch einfach mal offen. Ja, spür doch einfach mal immer wieder hin und du musst immer wieder fühlen. Du hast was, bla bla bla, was hast du, bla 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 hast du, du hast bla 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 gesagt. Ja, du hast wieder bla 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 gesagt. Und so, er fragt sich wieder, oh, wie kann ich mich fühlen? Fühle ich mich überhaupt? Wer fühlt da was? Oh, muss ich überhaupt das verstehen, was ich fühle, was ich jetzt wahrnehme? Oder nehme ich viel mehr wahr, als was ich verstehen kann oder müsste? Muss hier irgendjemand irgendwas verstehen? Muss hier irgendjemand irgendwas kontrollieren? Wer bin ich denn überhaupt, dass ich mir so viele Fragen stellen kann? Von wo kommt das alles? Passiert das automatisch oder muss ich mich willentlich anstrengen, dass ich hier existieren oder überleben kann? Oder werde ich vom Leben selbst gelebt? Aber ich glaube immer nur, ich müsste mich anstrengen und alles mögliche kontrollieren und auf die Reihe bringen und in irgendeine Richtung und irgendeiner Vorstellung entsprechen und zwänge mich selber in irgendwelche kulturellen Krämpfe rein, in irgendwelche Sozialisierungsprozesse und ich will irgendjemandem gefallen und blablabla. Was spüre ich jetzt? Kann ich mich jetzt spüren? Fühle ich mich jetzt? Was fühle ich jetzt?
Der Körper ist schon abgefahren. Körper ist schon geil. Da kann man physikalische Kräfte erfahren. Balance, Schwerkraft, Aufrichtung, Wackeln, Zentrifugalkraft, Bewegungsenergie, kinetische, kinesthetische Energie. Wow, ist ja voll abgefahren. Ich glaube, ich bewege mich mal ein bisschen. Ich bin ja total crazy. Oder auch nicht, bin ich crazy. Was für eine Selbsterkrönung, die wird wohl nie zu Ende gehen. Halleluja!